Also das Lied müssten viele kennen. Es läuft im Radio rauf und runter. Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute zeige ich euch mal, wo und wie ihr die besten Remixe bzw. auch Bootlegs runterladen könnt und auch anhören könnt. Und zwar kam ich auf die Idee von einem Zuschauer, das heißt, wenn du das siehst, hier hast du dein Video, ich zeige euch, ja, wie gesagt, ein paar YouTube-Channels, wo richtig geile Mucke ist, wo ihr richtig geile Bootlegs bzw. Remixe findet. Und deswegen habe ich jetzt hier mein Handy, ich werde mich jetzt ein bisschen nach links begeben. Das heißt, ich werde euch jetzt hier auf der Seite eine Handy-Anzeige einblenden und dann könnt ihr das live mitverfolgen. Nummer 1, ein sehr geiler YouTube-Channel, der nennt sich Bounce & Bass. Wie gesagt, ihr seht es jetzt hier an der Seite. Und genau, jetzt klicken wir mal hier drauf und dann schauen wir mal. Gut, ich habe jetzt hier unten leider kein gutes Internet. Dann geht es einfach rüber auf Videos und wie ihr wahrscheinlich hier schon sehen könnt, zum Beispiel Usher, Yeah, Remix. Gut, hier werden auch originale Tracks von irgendwelchen Produzenten auch hochgeladen. Zum Beispiel Vinny Vici ist dabei. Hier gerade ein richtig geiler Song. Ich kann ihn mal anmachen. Also das Lied müssten viele kennen. Das läuft im Radio rauf und runter. Genau, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf diesem Track seid, geht es ja ganz normal hier auf das Dreieck, dass sich hier die Beschreibung öffnet. Und hier könnt ihr halt von dem Kanal ein paar Infos sehen, wo man denen folgen kann. Hier zum Beispiel haben die angegeben, wo der originale Song ist. Finde ich auch cool. Das heißt, wenn man jetzt gerade nicht den Remix hören will, sondern das Originale, oder man will es zum Beispiel vergleichen, packen die halt hier auch noch einen Link rein. Und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, Download and Stream. Das heißt, ihr klickt da drauf. Aber ich muss euch dazu sagen, nicht jedes Lied ist kostenlos. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Remix erstellt, kann es auch sein, dass der das ja auf iTunes oder Beatport anbietet. Und das kann halt auch 1-2 Euro kosten. Aber wie gesagt, Leute, ich unterstütze gerne Leute. Das heißt, ich zahle auch gerne mal 1-2 Euro, wenn ich einen Song oder beziehungsweise einen Remix richtig geil finde. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt mal zum nächsten Kanal. Also wie gesagt, der heißt jetzt Bounce & Bass. Geiler Kanal. Ich verlinke euch den einfach mal unten in der Videobeschreibung. Genau, der zweite Kanal, den ich glaube ich schon seit 3 Jahren folge oder so, nennt sich, genau, Melbourne Beats. Das sagt der Name eigentlich schon, also Melbourne Bounce. Und hier werden auch viele selbst produzierte Tracks hochgeladen in Richtung halt Melbourne Bounce. Zum Beispiel auch Deoro oder was haben wir denn hier noch? Genau, wie ihr wahrscheinlich jetzt sehen könnt, hier sind halt echt meistens nur originale Tracks. Alan Walker zum Beispiel, Darkside, Lumix Remix, also das ist der Produzent dann, der das geremixt hat. Und hier ist ungefähr das gleiche, ich kann ja mal kurz schauen. Ich muss halt immer drauf achten, was ich hernehmen kann wegen der GEMA. Moment, ich suche mal kurz ein Lied aus. Zum Beispiel hier. Das ist auch ein geiler Song. Ich mache aber jetzt mal kurz Pause. Und zwar, wenn ihr hier drauf geht, seht ihr auch schon wieder einiges. Zum Beispiel Download. Download hier. Hier sind ja zum Beispiel die ganzen Links zu irgendwelchen Kanälen wie Spotify, Instagram, Facebook und so weiter. Und unten haben sie zum Beispiel auch den Künstler verlinkt. Das heißt, ihr könnt da auch gerne mal vorbeischauen. Da sind halt auch wieder andere Tracks drauf. Das heißt, ihr könnt auch über Soundcloud noch andere Tracks runterladen. Aber ich will das Video heute nur spezifisch auf YouTube machen. Und wie gesagt, hier geht es zum Beispiel, also ich mache es dann immer so, wenn jetzt hier zum Beispiel Download hier kein Link ist, dann gehe ich halt einfach auf sein Soundcloud-Profil, suche den Song und meistens ist halt ein Kauflink dabei. Ihr klickt es dann einfach drauf und habt eigentlich den Track dann. Auch ein geiler Channel, verfolge ich auch schon länger, hier lade ich auch ab und zu meine Musik runter, aber meistens wird man halt dann auf Soundcloud rüber verleitet oder geleitet. Aber wie gesagt, hier auch Bounce United, zum Beispiel haben die auch so Year Mix 2018, also die besten Songs von 2018 zusammengemixt. Oder Joel Fletcher, richtig geiler Künstler, Aiken zum Beispiel. Also hier findet ihr auch etliche
ja, remixe. Und es ist wie bei dem anderen, ihr geht jetzt auf einen Song. Gut, ich muss den wahrscheinlich pausieren. Und wenn ihr hier runter geht, dann seht ihr zum Beispiel hier keinen Download-Link. Gut, der Track haben sie wahrscheinlich noch keinen Link reingepackt. Der ist gerade vor 2 Stunden veröffentlicht worden. Aber jetzt schauen wir mal kurz auf einen anderen. Dann nehmen wir einfach mal diesen hier. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, seht ihr hier Download, genau das, was jetzt hier so blau markiert ist. Download und Stream, das heißt, ihr drückt hier drauf. Ja, Supportify ist einfach nur, wie soll ich sagen, eine Internetseite bzw. eine Webseite, wo man seinen Track hochladen kann. Und wenn andere Leute diesen Track haben wollen, müssen sie halt ein paar Sachen erfüllen, wie zum Beispiel ihnen auf YouTube folgen oder auf Instagram folgen. Aber wie gesagt, klickt einfach mal drauf, ladet euch mal ein paar Songs runter. Und genau, mehr verwende ich eigentlich gar nicht. Das sind so meine Hauptchannels, die ich benutze. Und jetzt könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wo ihr eure Songs runterladet. Also seid ihr eher so, ja, ich kaufe alle Tracks nur, oder ladet ihr auch so kostenlose Songs runter? Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein paar Sachen zeigen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann und ciao.